Das ist schon wieder ein Radio. Ja. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ruhe. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir befinden uns bei irgendeinem Kraftwerk, das zu einem Forschungsprojekt für ein Mittel gegen die Verbrannten gedient hat. Und wir versuchen jetzt irgendwie da in dieses Gebäude reinzukommen und das machen wir wahrscheinlich am besten hier über diese Brücke. Aber dazu müssen wir nach da. Also versuchen wir da jetzt irgendwie reinzukommen. Idealerweise. Huch. Ja, da war das Klo so verstopft, da hat kein Pümpel mehr gereicht. Da brauchte man eine Schaufel. Uah, die Vorstellung, dass einer versucht, ein verstopftes Klo mit einer Schaufel zu befreien. Ja gut, hier kommen wir aber auch nicht wirklich hoch. Ja, da oben flippt auch schon völlig aus, ob wir hier so ein bisschen tricksen können. Nein. Okay, also wir müssten rein theoretisch. Aber wie war das denn jetzt? Hat sie das Passwort jetzt hinterlegt? Ist sie gegangen? Kommen wir irgendwie da hoch? Über Umwege? Auch nicht so wirklich. So von Zelt. Hier kommen wir nicht hoch. Ja, natürlich versuche ich gelegentlich zu tricksen. Warum geht es uns eigentlich so schlecht? Gegenstände. Wir trinken nochmal ein bisschen. Und wir nehmen mal eine Heilsalbe. So, dann können wir auch nochmal eine Dose Hundefutter essen. Hundefutter am Morgen. Und ein bisschen Nuka-Cola trinken, würde ich sagen. Ein bisschen. 5 Flaschen weg. So viel Cola ist nicht gut. Vor allem nicht auf einmal. Okay, man kommt da bestimmt rein. Ich weiß nicht, ob man jetzt das Holoband vielleicht hätte laden können in dem Terminal. Aber wir kommen hier ja nicht so einfach rein. Ich weiß nicht, ob ihr Date hier irgendwo in der Nähe war. Ob das hier noch kommt, ist eine gute Frage. Ja, wir können hier auf jeden Fall nochmal Holobänder und so weiter laden. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es vielleicht hier irgendwo auf dem Weg ist. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal Richtung des Flugzeuges. Sie haben sich bei irgendeiner Creamery oder so getroffen. Aber Creamery, haben wir das nicht? Hatten wir das nicht schon irgendwo? So, was haben wir denn? Lade das Holoband zur Anforderung. Finde Amys Terminal-Passwort. Okay, jetzt bin ich dann doch nochmal ein bisschen verwirrt. Wie hieß es denn nochmal? Irgendwas mit Jeff, glaube ich. Nachricht an Jeff. Jeff, ich hoffe wirklich, dass du meine Nachricht erhalten hast. Das hier. Und mein Hinweis klar genug war, um dieses Holoband zu finden. Ich verlasse die Hütte. Diese Typen von der stählernen Bruderschaft haben noch nicht herausgefunden, wo ich lebe. Aber das könnte sich ändern. Ich werde mich an dem Ort verstecken, an dem wir unser erstes Date hatten. Triff mich da, falls es dir möglich ist. Ich habe mein Umweltüberwachungsprogramm mit einem Passwort gesperrt, das ich dir geben möchte. Nach all dem, was wir für die Bruderschaft durchmachen mussten, werden sie meine Forschungsdaten auf keinen Fall bekommen. Hoffentlich findest du mich bald. Pass bis dahin auf dich auf. Holoband abspielen. Passwort erforderlich. Wir können, also das war es auf jeden Fall nicht. Lade das Holoband, finde Amys Terminal-Passwort. Sie hat ja nur gesagt, hier, also er kann sie finden an dem die Terminals hier sind alle kaputt. Also wir brauchen schon das Terminal da hinten wahrscheinlich, also ihr Terminal. Ich möchte es dir geben. Ja, heißt das jetzt, dass es dann bei ihr ist, oder?
Eine gute Frage. Wir gehen jetzt einfach erstmal weiter. Ich sehe schon wieder in den Kommentaren. Nein, das wäre doch ganz einfach da gewesen. Ja. Möglich. Ich dachte eigentlich auch, dass wir diese Creamery oder so, das kommt mir so bekannt vor. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt in irgendeiner Stadt ist oder... Ich gucke jetzt gerade nochmal hier ein bisschen ab. Finde Amys Terminal-Passwort. Wir waren doch schon da. Cowspots Creamery. Wollen wir uns da mal eben hin teleportieren? Ich meine, so viel kostet das nicht. 15... So viel kostet das nicht. Okay, wir teleportieren uns. Ja, möchte ich. So. Cowspots Creamery. Hallo. Wir suchen ein Terminal-Passwort. Ach so, ist das die Leiche, die da drin liegt? Das war Jeff, oder? Der da so an dieser Maschine liegt. Nein? Oh. Hallo. Klacke. Ja, lass dir Zeit, Mädel. Alle Zeit der Welt. Zum Nachladen. Amys Notiz. Aber die lag vorher doch noch nicht. Lag die vorher schon hier? Ich meine, hier hätten wir uns eigentlich ganz gut umgeguckt. Deswegen bin ich gerade etwas verwirrt. Schraubenschlüssel. Ich weiß noch, dass ich hier auf jeden Fall einen Schock meines Lebens hatte. Hier standen wir, glaube ich, nachts und dann hat sich hier so ein Ghoul genähert. So. Den hatten wir. Die hatten wir. Amys Notiz. Lesen. Jeff, das Passwort für mein Terminal bei der Tigard Wasseraufbereitungsanlage lautet Babylon. Gib meine Forschungsergebnisse an die Responder weiter, aber sorge dafür, dass sie nicht der verdammten Bruderschaft in die Hände fallen. Amy. No. Wie, vor allem sie hat sich schon ghoulifiziert, sozusagen. Wow. Sie hat sich schon ghoulifiziert, da ihr die Haare ausgefallen sind. Ach, immer diese traurigen Schicksale. Warum dampft es da? Ach so, dieses Poseidon-Ding. Ja gut, jetzt müssen wir wieder zurück. Ja, wir machen nochmal schnell Reise. Was kostet die Welt? 30 Kronkorken. Babylon. Huch. Oh, ist das die Atombombe? Das sieht hart aus. Ach, guck mal. Kommen wir da irgendwie rein? Wahrscheinlich von da hinten. So hoch kann unser Charakter nicht klettern, also werden wir wahrscheinlich hier rübergehen müssen, um dann da runter zu gehen. Dann machen wir das. Da lag nämlich, glaube ich, irgendeine Militärtasche. Toll! Oh nein, sind wir jetzt in dem... Toll! Wie kommen wir hier nur rein? Brauchen wir etwa das Passwort? Nein, wir hätten einfach durch den Hintereingang gehen müssen. Na, okay, das war sehr offensichtlich daneben. Warum habe ich nur eine 61%ige Trefferchance? Wir sind drin! Aber das Radio läuft irgendwie nicht mehr. Wir gehen auch gleich zu dem Terminal. Okay, wir haben 1400 Kronkorken. Nicht so tragisch, dass wir mal eben für 30 Kronkorken hin und her gereist sind. Teddybären! Es ist aktuell, wo ich aufnehme, läuft auch irgendwie ein spezielles Event. Dass, wenn man Spielzeug im Inventar hat, irgendwie die Energieresistenz oder so erhöht wird. Bis Ende Januar, glaube ich. So. Schlosserhammer und Schere. Na toll. Was schimpft er denn so? Da unten ist er. Immer diese schimpfenden Roboter. So. Triggert Wasseraufbereitungssteuerungsterminal. Nein, der kann uns... Nein, 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 nein. Zurück.
Darum kümmern wir uns gleich. Wo trifft er uns denn? Wo ist er? Oh, ist das grell. Ah. Und da und dahinter, glaube ich, habe ich auch gerade noch was gesehen. Da? Ich bin mir nicht sicher. Egal. Das Radio läuft jetzt, oder? Bin ich hier? Bin ich hier, Gaga? Warum läuft denn jetzt das Radio? Gar nicht unheimlich. Auf einmal. Das Radio anfängt. Wir versuchen jetzt trotzdem mal. Vielleicht lassen sie uns in Ruhe. So, Burn. So. Hauptsteuerung, offline. Bitte lesen. Versuchen Sie nicht, die Pumpen neu zu starten. Wenn Sie dies lesen, habe ich die Maschine deaktiviert, um weitere Überschwemmungen in unserer Sklavengrube zu vermeiden. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr unsere Produkte zu verlieren. Es sollte zwar selbstverständlich sein, aber nicht das Wasser trinken. Die Hälfte von uns ist krank. Ruhe ist kein Witz. Wir werden weiter nach neuen Quellen suchen. Türfernsteuerung. Türen öffnen. Gut. Dann können wir jetzt hier zumindest rausgehen und dann gehen wir nochmal an Ihr Terminal. Und gucken mal, was passiert, wenn wir da ihr Passwort benutzen. Hitsu? Ich möchte meine Ruhe. Umweltüberwachungsprogramm. Nicht vergessen, tragbares Gerät verbinden. Abgeschlossen. Was ist der nächste Schritt? Um Sensorstatusalarme zu erhalten. Okay. Stelle eine Verbindung zum Terminal her. Projektübersicht. Zweck. Ermittlung, ob es durch die Brandbestien oder andere verbrannten Kreaturen in der Region zu schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt gekommen ist. Methode. Aufstellen von Umgebungssensoren, die Boden-, Wasser- und Luftdaten in der Region sammeln und auf Holobändern speichern. Sobald diese voll sind, werden sie eingesammelt, um die Daten in das Hauptumweltüberwachungsprogramm zu laden. Die Erstellung eines umfassenden und präzisen Umweltmodells dürfte mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Zum Bewältigen der umfangreichen Berechnungen wird ein spezielles Computerprogramm erstellt, das die Daten automatisch sammeln und vergleichen kann. Verbindung zum... Das machen wir gleich. Luftdaten hochladen, Bodendaten... Okay, Verbindung. Gerätekonfiguration wird gescannt. Verbindung wird hergestellt. Verbindung hergestellt. Sie erhalten nun Benachrichtigungen, sobald Daten der Umweltsensoren abgerufen werden können. Datensammelpunkte erscheinen auf Ihrer Umgebungskarte, sobald Sie bereit für den Abruf sind. Sammle einen Wasserdaten-Holoband ein, Bodendaten, Luftdaten. Okay. Hatten wir nicht schon irgendwas gefunden? Wir können aktuell kein Holoband laden, weil wir nichts haben. Okay. Gut, aber das ist auch noch eine tägliche Quest. Das heißt, wir müssten das ja jetzt so allmählich... Wo sollen wir das denn herkriegen? Uranrausch. 200... Was? Level 220? Ich dachte letztens, der mit Level 124 wäre schon verrückt, aber... Wahnsinn. Okay. Uns wird nicht so wirklich angezeigt, wo wir jetzt sowas herkriegen. Oder doch, sammle einen Bodendaten-Holoband ein. Luftdaten-Holoband. Wasserdaten-Holoband. Ach, du Heilige. Das müssten wir ja fast noch in der Aufnahmesession machen, denn ich denke, dass das wahrscheinlich dann zurückgesetzt wird. Ach, herrje. So viel Stress. Dann würde ich sagen... Gehen wir jetzt trotzdem erstmal da oben zu dem Flugzeug. Weil ich neugierig bin. Andererseits... Ach, verdammt. Ja gut, wisst ihr was? Dann machen wir das. Dann fangen wir einfach mal oben bei der Anchor Farm an. 22 Kronkorken. Es wird uns jetzt ein bisschen was kosten. Der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich schon fluchen und sagen, nein, mach doch keine Schnellreise. Aber ich bin, wie gesagt, in einer Aufnahme und nicht privat. Privat würde ich jetzt wahrscheinlich selbst laufen, wobei privat hätte ich momentan auch keine Zeit dafür. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist, wie gesagt, dadurch, dass es eine Aufnahme ist und ihr euch da nicht zu Tode langweilen wollt, wie ich jetzt hier wieder querfeld einlaufe, reisen wir zur Anchor Farm. So. Bodendaten. Im Nordwesten. Dann gehen wir dahin. Denn wenn das eine tägliche Aufgabe ist, dann möchte ich dann doch ganz gerne abschließen.
Und ihr seid bestimmt auch neugierig. Ich kann heute nicht mehr reden. Neugierig. Ja. Fast. Ganz viele Dixie-Klos. Nur wir. Nein, ich bin auch noch hier. Huch. Was machen die denn da? Hallo. Oh, die haben einen Briefkasten. Ich bin nur der Postbote. Ducken wir uns einfach mal weiter. Wir sind gar nicht hier. Holoband besorgen. Bodendaten hinzufügen. Was? Wo ist der? Er sieht uns offensichtlich. Schade, dass wir nicht durchschießen konnten. Es ist schon wieder ein Radio. Ja. Nein. Ruhe. Aluminiumdose. Okay, ich werde jetzt erstmal hier draußen looten und dann. Hier ist ein Safe, der ist leer. Na toll. Hier sind ganz viele Safes. Toll, erfordert Skill 2. Maulwurfsratte. Hackklammern. Erfordert Skill 3. Erfordert Skill 1. Hey, hier könnte man schön skillen. Wenn man dann die nötigen Karten dafür hätte. Na toll. Der ist leer. Oh, die Wand kann man beschädigen? Naja, dann skillen wir zumindest an denen, in denen wir es können. Haben wir ja ein paar. Sind wahrscheinlich alle leer. Ein bisschen wie in der... Oh, ich habe nichts gesagt. Ein bisschen wie in der Diebesgilde. In Skyrim. Da gibt es auch einen Raum. Da gibt es mehrere Truhen. Da kann man immer wieder hingehen, um ja, Schlossknacken zu skillen. Und die Truhen werden dann immer mal wieder verschlossen. So, dann machen wir nochmal ein bisschen was klein. Das hier verwerten wir. Kleidungstechnisch haben wir nichts gefunden, was sich zu verwerten lohnt. Hätte ich vielleicht auch machen können, wenn wir... Meine Stimme versagt hier heute schon wieder. So, wenn wir hier alles eingesammelt hätten. Kombi-Schraubenschlüssel. Bauplan, verstärkte Raiderrüstung und Körperteile. Das gucken wir uns mal an. Kannten wir auch noch nicht. Plastikschale, Kochtopf. Das ist eigentlich recht gemütlich hier. Gut, ein bisschen. Es ist. Also, man müsste eine Tür einbauen. Aber ansonsten. Recht gemütlich. Und ein Bett, keine Matratze. So, machen wir nochmal klein. Und dann haben wir hier soweit alles. Wo sind wir denn hier eigentlich? Hier ist ein Riesenrad. Hier ist irgendein Bunker. Den können wir jetzt vielleicht noch ablaufen, wenn wir schon hier oben sind. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder am Folgenende angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen würden. Mit einem leeren Tresor. Bis dahin. Ciao.